Das Projekt Aufgeweckt ist ein vom Kinder- und Jugendärztlichen Gesundheitsdienst des Rheinkreises Neuss entwickeltes Projekt, das dazu dienen soll, dass die werdende Familie, also schon beginnend mit der Schwangerschaft, nachher auch nach der Geburt bis hin zur Einschulung kontinuierlich betreut werden kann. Eine frühzeitige Gesundheitsförderung des Kindes beginnt schon im Mutterleib. Die Schwangerschaft ist eine sensible Zeit, in der die Schwangere bereit ist, ihren Lebensstil positiv zu verändern. Das erste Modul Doppelt gesund bietet werdenden Eltern ein umfassendes präventives Kursangebot. Ein Gesundheitsteam vermittelt Inhalte aus den Bereichen Bewegung, Ernährung und Gesundheit rund um die Geburt. In den Kursen steht der Spaß an der gemeinsamen Bewegung im Vordergrund. Dabei wird gezielt auf die individuellen Bedürfnisse der Schwangeren eingegangen. Das Gelernte kann so nachhaltig in den eigenen Alltag integriert werden. Im Austausch untereinander werden Sorgen und Ängste mit Hilfe eines fachkompetenten Teams besprochen. Auch die Bindung zum Kind und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten werden auf einfühlsame Weise gestärkt. Meine liebe Mama, seitdem ich bei dir bin, machst du dir viele Gedanken um mich. Du möchtest dich für uns beide gesund ernähren und alles richtig machen. Du bist für mich das Allerwichtigste auf der Welt, denn ich brauche dich zum Leben. Die durchgängige Präventionskette setzt sich im zweiten Modul mit ProKita Plus fort. In allen Kindertagesstätten des Stadtteils werden Kinder unter 3 Jahren betreut. Durch gemeinsame Gespräche mit Mutter und Erzieherin macht sich eine Kinderärztin ein umfassendes Bild. Das Kind wird bei spielerischen Aufgaben im Umgang mit anderen Kindern und der Erzieherin beobachtet. Daraus lässt sich der aktuelle Entwicklungsstand erkennen. Die Rückmeldung von der Kinderärztin war sehr, sehr positiv für mich. Ich habe mitbekommen, wie gut Yunus hier Deutsch schon versteht, teilweise auch schon spricht. Und mich hat das weiterhin bestärkt, dass ich zu Hause mit ihm Türkisch sprechen sollte. Neue Erkenntnisse im Umgang mit den Kleinsten erfahren die Erzieherinnen in regelmäßigen Fortbildungen. Die Kurse geben ihnen neben theoretischen Grundlagen praktische Tipps für die Herausforderungen im Kita-Alltag. Der Bedarf an U3-Plätzen ist sehr gestiegen. Und das bedeutet natürlich auch eine Veränderung in unserem Kindergartenalltag. Durch die Kurse bekommen wir viele wichtige Informationen, gerade in Bezug auf Pflege, Hygiene und Ernährung für unter 3-Jährige. Das unterstützt uns auch sehr in der Zusammenarbeit mit den Eltern. Eine Expertin vermittelt anschaulich die Grundlagen einer gesunden Ernährung. Der Spaß am gemeinsamen Kochen motiviert die Eltern, diese auch zu Hause in den eigenen Alltag zu integrieren. Das dritte Modul ProKita setzt im Alter von 4 Jahren an. Beim gesunden Mittagessen erleben die Kinder Gemeinschaft und lernen wichtige Rituale kennen. Bald fit für die Schule lautet das Motto für die ProKita-Untersuchung der 4-Jährigen, die besonderes Augenmerk auf die schulischen Vorläuferfähigkeiten legt. Die Kinderärztin erhält dabei ebenfalls einen guten Eindruck der psychoemotionalen Entwicklung. Die Untersuchungen finden in einem Rahmen statt, die für das Kind bekannt sind, ein vertrautes Umfeld. Man bekommt einen Einblick darüber, wie die Kinder auch an die Erzieherinnen gebunden sind. Und besonders hilfreich ist es, dass man am Ende zusammen mit den Eltern und den Erziehern eine Einschätzung des Kindes vornehmen und beraten kann.
Bei gemeinsamen sportlichen Aktivitäten eignet sich die Kinder schon früh ein gesundheitsförderliches Verhalten für ihr späteres Leben an. Gut vorbereitet und voller Neugier freuen sich die Kinder, den großen Schritt von der Kindertagesstätte in die Schule zu machen. Im vierten Modul führt das Team des Kinder- und Jugendärztlichen Gesundheitsdienstes die standardisierten Untersuchungen der zukünftigen Schulkinder durch. Mal reingucken. Jetzt ist es so ein bisschen neblig, oder? Die schulrelevanten Fähigkeiten werden überprüft und durch eine entsprechende schulärztliche Beratung bekommen die Eltern wertvolle Tipps. Dank der guten Kooperationen mit unseren Partnern, den Unfall- und Krankenkassen, steht die Präventionsarbeit des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes bei uns im Fokus der Präventionsarbeit allgemein. Vor dem Hintergrund des kürzlich verabschiedeten Präventionsgesetzes hat das Präventionsprojekt Aufgeweckt natürlich eine besondere Bedeutung. Und wir gehen davon aus, dass wir künftig die Kooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss vor diesem Hintergrund noch verstärken werden. Im Rhein-Kreis Neuss werden diese Strategien zur frühkindlichen Gesundheitsförderung bereits erfolgreich umgesetzt. Dem gelungenen Schulstart steht also nichts mehr im Wege. Mach dir keine Sorgen, ich bin doch gut vorbereitet. Danke, Mama.